Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video hier aus Camp Blindford City. Audi 80, BMW E24 und Mercedes EQP Hardcore Belzec Breitbau Edition. Hier, übrigens, ich finde das sehr, sehr gut. Maskenschutz und alles. Und hier laufen wirklich die Pilger zu der Landesgartenshow. Soll aber schön sein, ja, habe ich gehört. Die quatschen hier, Landesgartenshow. Hallo, guten Tag. Ich habe eine Frage bezüglich T-Shirts für die Verlosung. Ja. Zeit ist abgelaufen. Ja, jeder Mitarbeiter hat die 5 Sekunden Zeit, wenn ich ins Büro komme. Machen wir gleich in 2 Minuten, während wir dieses Video zu Ende drehen. Aber der nette Norman, der weiß, wo unser Kühlschrank ist. Und der Sascha hatte bestimmt ein Glas Wasser. Das wäre super lieb, wenn du das machst. Und ich ein Pure Energy. Gar kein Problem, ich bringe Ihnen etwas. Vielen Dank. Jetzt kommt Werbung. Jetzt kommt Werbung. Warte, ich muss es auch machen. Hier alles nass, weißt du, so in der, wie in der Werbung. Soll ich den Rollen noch holen? Trink aus meinem Bauch. Glaub mir, ey, du lachst heute, aber irgendwann ruft mich hier Pure Energy an, der Chef, und sagt: Belzec, willst du unser Werbegesicht werden für das Jahr 2038? Die kommen hier alle rein, als wir hier. So, unser Projekt Audi 80. BMW E24 und E-Klasse Coupé Belzec Hardcore Edition. Wir haben hier 3 Videos gehabt, so eine Videoserie. Welches Auto sollen wir bauen? Aber die Frage hat sich so ein bisschen jetzt umgestaltet und die Frage ist, welches Auto sollen wir zuerst bauen? Ja, wir wollten eigentlich ein Auto bauen, aber so wie es aussieht, wenn wir alle bauen. Ja? Definitiv, wenn wir bauen den Audi 80 und die E-Klasse Coupé, ja, die zeigen wir auf der Motorshow in Essen, falls die stattfindet. So, BMW, warum auch immer, ne? Kannst du den Bildschirm drehen? Nö. Danke. Sehr freundlich von dir. So. Ja, perfekt. Ich verstehe nicht warum, ne? Schaut mal, BMW E24, warte ich mal ein bisschen größer, wo gucke ich denn hin? 15.300 Aufrufe. Mercedes 30.100. Audi Explosion auf 55.700. Und bei dem letzten Video haben wir eine Abstimmung gemacht. Hier. So. BMW E24. Ja. Warte, gut. Machen wir nichts hier. Das ist ein bisschen schön aus, wenn da so ein bisschen nichts. So. BMW E24 hat 181 Likes, ja, und 29 Antworten. Audi 80, 363 Likes und Mercedes 207. Also, folgendes. Wir bauen zuerst Audi 80, definitiv. Danach bauen wir den Mercedes, hundertprozentig, weil das ist sowieso total übertrieben, aber ich mag das so. Ja. Und mit dem BMW müssen wir noch schauen, ja, ob das wirklich so einen großen Zuspruch das Auto bekommt oder das Projekt, weil wenn wir da jetzt nicht so viele Leute, ich sag mal, erreichen, ja, dann brauchen wir so einen riesen Aufwand nicht zu machen. Wie gesagt, so ein Projekt liegt wirklich sechsstellig. Mhm. Und da jetzt so viel Geld zu verpulvern, um 13.000 Leute zu erreichen, das ist sehr wenig und sehr kostenintensiv. So sieht's aus. Also, wir bauen definitiv den Audi. Viele haben sich beschwert wegen der Haube. Ja, wir werden das Projekt noch ein bisschen bearbeiten. Und zwar, auf dieses Projekt, das war jetzt nicht abgesprochen, hat sich der gute Herr aus Dortmund gemeldet, der JP, und der Ruven vom Audi.
Den Ruben kennt ihr auch aus den Videos. Kennst du ihn auch eigentlich, Sascha? Ich kenne ihn auch, ja. Ja? Nicht persönlich, aber... Ich kenne ihn persönlich. Ich kenne ihn nicht. Aber so von YouTube. Genau, klar. Ja, genau. Der Ruf ist eine coole Socke. Ja, ich mag den. Der ist wirklich sehr, sehr, sehr lustig. Und wir hatten auch eine schöne Zeit in Las Vegas. Und das war lustig. Ja, sehr lustig. Auf jeden Fall hier mit JP und mit dem Rufen. Ja, und mindestens ein Auto, also ich glaube sein Auto, zeigen wir auch auf der Motorshow in Essen. Ja, ich habe schon mit Dortmund telefoniert, was wir so ein bisschen ändern sollen. Ja, so Kleinigkeiten, nicht viel. Und mit dem Rufen auch, ja. Eigentlich ist das fast fertig. Das sind so wirklich absolute Kleinigkeiten, die wir verändern müssen. Aber sonst, im Großen und Ganzen ist das Auto fertig. Seid gespannt. Seid gespannt. Ne? Wenn wir uns zu dritt setzen, ja, das kann nur eine Explosion werden. Und ich freue mich wirklich sehr. Wir suchen einen Audi 80. Wir haben noch keins. Wir müssen das mal suchen. Ich habe so ein bisschen bei Mobile geguckt. Aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, nach dem Video, was wir veröffentlicht haben, sind alle weg. Das ist kein Spaß. Ich habe geguckt, so 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 hast du einen guten bekommen. Jetzt musst du 10er drauflegen. Das ist kein Scherz. Also du musst 10.000 ausgeben. Also wirklich. Die wollen ja alle umbauen. Gut, das haben sehr viele auch geschrieben. Ne? Also ja, ich dachte, die machen Spaß, weil viele geschrieben haben, hör mal, bei Mobile sind die Preise gerade explodiert. Und dann habe ich wirklich gesagt, ja Quatsch. Und dann habe ich geguckt, die sind wirklich weg. Und alle günstigen Audi sind weg. Kann man was sagen zu dem Preis? Zu dem Auto? Der wird genauso explodieren wie die Audis bei Mobile. Nein, also ich sag mal. So, wenn einer das wirklich haben will und sagt, ich möchte bei euch umbauen lassen. Wirklich, wenn wir das so ungefähr bauen, muss das wirklich so ungefähr bei 5.000, 6.000 liegen. Ja? Das ist alles wirklich, das sind unglaublich viele Teile. Ja? Also, wenn du guckst, da sind vorne schon 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 Teile, warte, 17, 18, 19, ungefähr 20 Teile sind das. Ja? Wenn man das wirklich aufteilt, ne? Zum Beispiel 6.000 geteilt durch 20 sind 300 Euro pro Teil. Also das heißt, eine Motorhaube kostet 300 Euro bei uns, ein Seitenteil kostet 300 Euro bei uns, also das ist gar nicht viel, ja? Wenn man das so umrechnet. Klar. Auf den ersten Blick hört sich ja, oh, 6.000 Euro ist viel Geld. Aber wir reden hier vom Brutto, da kommt die Steuer runter. Das sind nur 5.000 für uns über, die wir noch produzieren müssen. Formkosten, Modellbaukosten und so weiter und so weiter. Also riesen, riesen Kostenaufwand. Deswegen, ja, viele haben auch ein bisschen geschrieben, ist ein bisschen zu teuer. Aber ich bitte um Verständnis, dass wir das auch in Deutschland bauen. Und ja, wir wollen auch eine entsprechende Qualität bauen. Ja, wenn wir schon wirklich, ich sag mal so mit dem Rufen vom Audi und mit dem GP alles hier bauen, dass der Rufen quasi zur Arbeit fährt und der Audi-Chef sagt, geile Arbeit, Jungs. Das ist mein Ziel. Ne? Machen wir. Machen wir. Also, wir haben entschieden, der Audi wird gebaut. So, jetzt habe ich was gesagt, jetzt kriege ich gar kein Audi mehr. Ja, jetzt muss ich wahrscheinlich Audi A4 kaufen und zerschneiden, als Coupé bauen, weil es gibt wahrscheinlich keine Audi 80 mehr. Auf jeden Fall, ja, ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass ihr alles wirklich so geliked habt. Und viele haben geschrieben, eine super geile Serie, super geile Idee und so weiter. Ja, vielleicht sollten wir, ich schätze mal so in einem Monat oder vielleicht zwei, nochmal so eine Serie starten mit anderen Autos. Das machen wir, glaube ich. So, wir werden auf jeden Fall ein Auto mit JP Performance zusammenbauen und mit dem Ruven, der bei Audi beschäftigt ist. Und das wird wirklich ein Hubschrauber. Das wird nicht nur gut aussehen, so wie ich den JP kenne, wird er da Sachen einbauen, die eigentlich unmöglich sind. Ja? Unmöglich von der Bauweise, er macht es aber. Und das technische Wissen vom Ruven, das wird ein technisches Auto sein. Das wird ein echtes Rennauto sein. So, vielen lieben Dank nochmal fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, aktiviert die Glocke, schenkt mir ein Abo, schreibt Kommentare, was wollt ihr sehen und so weiter und so weiter. Ich habe auch sehr viele Kommentare gelesen. Bau bitte ein Bodykit für einen
Ford Focus ST oder. Ja, also wirklich sehr viele Kommentare. Leider ist das wirklich sehr, sehr beschränkt, was wir bauen können. Ja, weil wir können nur, ich sag mal, maximal 10 Projekte pro Jahr rausbringen. So, solche Projekte, ne? Das ist ja schon wirklich sehr, sehr hart. 10 ist sogar übertrieben. Ihr habt wirklich sehr, sehr, sehr fleißig geliked, kommentiert, etc. Also wirklich, ich habe mich sehr, 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 sehr gefreut. Und ja, ich bin sehr stolz, so viele Abonnenten zu haben, wie ich jetzt habe. Wirklich sehr, 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 sehr fleißig. Vielen Dank. Ja, ja, also auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal und schönen Sonntag euch. Vielen Dank. Ciao.